Willkommen zurück zum Fußballschuh 13 mit dem 1. FC Magdeburg beim letzten Saisonspiel gegen Meusewitz. Wir haben die Mannschaft ein bisschen verändert, haben mal die aufgestellt, die noch nie gespielt haben oder wenig gespielt haben. Deswegen gehen wir einfach rein. Ist ja egal, ob wir verlieren und dann sagen, gebt euer Bestes. Ecke von rechts, Schröter gleich mal in der zweiten Minute. Frank geht entschlossen den Ball entgegen und reicht diesen vorweg. Per Flugkopfball kann er so eine Ecke von Schröter klären. Ja, es ist das letzte Saisonspiel, der 30. Spieltag. Dann kommt erstmal eine lange, lange Vorbereitung plus Pause sozusagen. Und dann geht's in die neue Saison. Dann steigen wir hoffentlich auf. Ich hoffe auch, dass der Berliner KSC es schafft, in die dritte Liga hochzukommen, dass der Gegner schon weg ist. Ein überfallartiger vorgetragener Konter von Meusewitz. Albert sprintet ewig mit dem Ball und erwischt dann genau den richtigen Moment für einen Pass. Latowski gerät bei der Beinahe zwar etwas ins Stolpern, kommt auch dennoch zum Abschluss. Leider ist der Schuss etwas unplatziert, sodass Chichos sicher zupacken und den Ball unter sich begraben kann. Freistoß von René Lange. Zirkelt den Freistoß von rechts vor das Tor. Teichmann bleibt auf der Linie und Beck verpasst im Getümmel nur knapp. Trotz der nicht so Top-Aufstellung haben wir immer noch gute Chancen, das 1:0 zu machen. Frank Müller verursacht unbedingt einen Eckstoß gegen seine Mannschaft. Ecke von Schröter. Schwieger Kopfball von Reinhardt, aber Norman Teichmann geht nur auf Nummer sicher und lenkt den Ball mit beiden Händen über die Latte. Ja, 1:0. Oder? Ja, 1:0 für uns. Rebello sucht Beck. Trifft den Ball nicht richtig, vollkommen unkontrolliert gelangt die Kugel dennoch zu diesen, aber der hoch aufgeschlossene Stürmer kann den Ball trotzdem stoppen und überwindet Teichmann mit einem Flachschuss aus 8 Metern. Chichos kann nur nach vorne abklatschen und es steht 1:1 durch Latowski. Aber ist ja auch nicht so schlimm, aber es ist natürlich schade, wenn man ein paar Minuten danach gleich 1:1 kassiert. Ich lese mal vor, Freistoß von Jensch, kommt als türkischer Aufsetzer, den Chichos nur nach vorne abklatschen kann. Latowski wird von Bankert alleine stehen gelassen und staubt zum 1:1 ab. Ja. So kann es gehen, ist auch gar nicht so schlimm. Beim Klärenversuch im eigenen Strafraum schießt Müller gleich zweimal einen Gegenspieler an Eher Teichmann, das Leder aufnimmt. Albert schickt mit einem Langpass Böhme auf die Reise. Der erfahrene Mittelfeldspieler flankt von links auf Latowski. Doch Bankert kann den Pass zur Ecke abgrätschen, nicht den Ball. So, Konzentration. Ecke von Frank Müller, Kopfball von Latowski. Nur Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. Blum flankt schön von der rechten Seite in den Lauf von Rebello. Der steht bereit zum entscheidenden Kopfball in der Mitte, aber Kai Müller geht dazwischen und klärt abgezockt zur Ecke. Die kommt rein von Schröter. Aber Müller kann sich gegen Beck durchsetzen und somit keine Gefahr für das Tor von Meusewitz. Und damit ist Halbzeit.
Halt der Ansprache, ja. Lasst uns so weitermachen, da fügt sich alles zusammen, spielt das Gespräch ein bisschen motivieren hier. Und dann noch massieren. Und dann geht's rein. In die zweite Halbzeit. Wo wir gleich mal eine sehr gute Chance haben. Schröter hat auf Rechtzeit viel Zeit und bedient Steinball in der Mitte. In der Mitte mustergültig. Aus 10 Metern verfehlt dieser die lange Ecke nur um wenige Zentimeter. So ist es, sieht, dass Teichmann etwas zu weit vor seinem Tor steht. Er schaut kurz und hebt den Ball dann über den verdutzten Torhüter genau unter die Latte. 1, 2 zu 1 für uns. So ist es mit dem ersten Tor. Richtig schön gemacht und ich hasse immer noch meinen Stuhl. Eine weitere Flanke von Blum bringt Rebello aus 8 Metern per Kopf nicht auf das Tor. Frank Müller konnte nicht entscheiden stören, trotzdem war das eine recht gute Chance. Konzentration. Reinhardt schaltet sich ins Angriffsspiel ein. Rebello und der Verteidiger zieht aus 12 und ab, verfehlt das Tor, aber deutlich. Luke mit einer klaren Tätigkeit, deswegen kriegt er jetzt auch die gelbe Karte. So, Islos schickt Schröter auf der rechten Seite steil, aber Müller grätscht ihm den Ball im letzten Moment vom Fuß. Mann, oh Mann, oh Mann. Ein Ball, eine Kopfballverlängerung aus dem Mittelfeld schläft Reinhardt, sodass Jens allein auf Tschichos zulaufen kann. Reinhardt setzt aber nach und kann den Mäusewitzer in höchster Not noch am Abstoß hindern. Ich glaube, ich wechsle auch gar nicht viel. Wenn überhaupt, wechsle ich vielleicht noch Handkehr ein. Sonst, ja, nicht mehr arg viel. Rebello dreht sich am linken Strafraumeck um Müller herum und schlänzt ihn aufs lange Eck. Gut ein Meter am Winkel vorbei. Ecke von links, Andreas Luck. Handke steht in Richtung Tor gewandt und mit dem Ball Volley klären. Schießt sich selbst gegen den Kopf, der Abreißstreifen streckt um Zentimeter am eigenen Tor vorbei. Aber der Schuss von Latowski ist eine leichte Beute nach der Ecke von Luck für Chichos, wie auch immer. Ganz schwaches Abspiel jetzt von Blum. Noch 10 Minuten knapp. Nochmal Meuselwitz. Ecke von Luke. Weiten Bogen vor das Tor. Ui, die ist teuflisch angeschnitten. Greift daneben. Tor. Direkte Ecke verwandelt Andreas Luke. Für Meuselwitz eine direkte Ecke. Aber damit steht es auch 2-2. Das musste natürlich wieder kurz vor Ende passieren. Ecke von links Schröter, schwache Ecke von Schröter. Ja, und Müller blockt den Ball ab. 2 Minuten Nachspielzeit noch. Und Schlusspfiff, wie gewöhnt, was heißt wir? Das letzte Spiel geht 2 zu 2 aus.
Damit bleiben wir auf Platz 3 in der Liga. Aber das werden wir dann alles genauer noch sehen. Auf jeden Fall so ist er nochmal mit der guten Note eine 2,5. Genauso wie Beck. Und sonst kein ganz ordentliche Noten, Statistiken, mehr Ballbesitz, wie das Spiel ist, so ist lo genauso. Und das Wetter war leicht bewölkt, 19 Grad. Ergebnisse: Jena spielt 2-2 gegen Union 2. Meuselwitz spielt 2-2 gegen uns. Halberstadt verliert 2-4 gegen Babelsberg. Neustrelitz gewinnt 3-0 gegen 1899 Berlin. Nordhausen spielt 1-1 gegen Hertha 2. Dynamo verliert 3-0 gegen Zwickau. Auerbach gewinnt 1-0 gegen Berlin AK. Bautzen spielt 3-3 gegen Plauen. Und das war's. Und damit die Endtabelle. Berlin AK, Glückwunsch zum Aufstieg. Solide Saison von Ihnen. Dann Karlsruhe Jena, auch nicht schlecht, hat am Ende nur noch 3 Punkte Rückstand. Wir auf 3, dann Neustrelitz, Hertha 2, Union Berlin 2, Babelsberg und Nordhausen tauschen am Ende nochmal die Plätze, heißt Babelsberg auf 7, Nordhausen auf 8, dann Halberstadt, Zwickau, Auerbach, Meuselwitz, 99 Berlin, dann Dynamo bleibt Erster. Er bleibt 14. Hätte Plauen gewonnen, dann wäre es nochmal eng, vielleicht gewonnen, egal. Und absteigen tut Borussia Bautzen und VfC Plauen. Die anderen Ligen schauen wir dann irgendwann später noch an. Die spielen ja wahrscheinlich viele noch. Ja, der Präsident von uns sagt, wir sind natürlich enttäuscht über das Ergebnis. Vor allem, wenn man sieht, welchen Aufwand wir betrieben haben. Die Mannschaft hatte mehr verdient. Spieltagsstatistik keiner drinne. Teamleistung waren wir 6 Beste. In der ganzen Saison waren wir die beste Mannschaft vor Berlin AK. Die besten Spieler, Torschützen, König, Wirt Jovanovic von Nikolov und Albrecht. Noten haben wir ja letztes Spiel schon gesehen, hat sich nicht mehr viel geändert. Fairplay sind wir die zweitschlechteste Mannschaft. Vor Berlin AK, wir haben noch eine Gelbsperre, aber sonst ist das egal. Und somit war's das mit der Saison. Keine schlechte Saison, keine gute Saison. Wird da jetzt jede Mannschaft, jedes Spiel einzeln aufgezählt, oder? Ja, wie oft uns die E-Mails schicken, Alter. Auf jeden Fall Siefkes in der Mannschaft des Jahres. Kann ich gar nicht verstehen. Nein, passt schon. Und Vitaretti, da kann man sagen, gut trainiert. Und nächste Saison kann nur besser werden, ja, das stimmt. Sponsoring haben wir noch ein Jahr, das passt. Und dann unterschreiben wir das. Da haben wir noch 6 freie Banden. Ja, was habe ich hätte mir schon erhofft, aufzusteigen. Wurde am Ende nicht geschafft. Aber ist auch gar nicht so schlimm jetzt. Man kann es immer mit dem lieben Herr van Bergen vergleichen, der ja vielleicht hier auch zu. Ja, ne, er schaut nicht zu, aber ich meine, den kennt ihr ja vielleicht. Ein paar vielleicht von euch, wenn überhaupt, aber okay. Und der, wo ist in der ersten Saison mit Kiel auch nicht gleich aufgestiegen, sondern er ist in der zweiten und vielleicht ist es dann bei uns genauso. Ich glaube, wir hätten es in der dritten Liga und eh sehr, sehr schwer gehabt, da oben zu bleiben. Deswegen, was für Stimmung ist am Boden, Alter. Okay, dann gehen wir einfach weiter, wir haben hier noch ein paar Sachen. Die Spielauszeichnungen. Bester Spieler war Tischern mit einer 2,85. Bester junger Spieler Nils Butzen mit einer 3,0. Bester Torschütze Jovanovic mit 11 Toren für uns am Ende dann doch noch. Auszeichnung Tor des Jahres Lars Fuchs gegen BFC Dynamo.
Da haben wir wahrscheinlich 1-2 verloren oder so. Und Liebling der Fans, Nico Hammer mit 115 Toren. Am häufigsten Spieler des Spiels Jovanovic mit 7 Mal. Hier sieht man nochmal alles und dann geht's rein. Noch eine Autogrammstunde, der möchte die Rücknummer 5, ja warum nicht? Die waren sehr erfreut, die Fans nochmal zu sehen, die Spieler. Und die Auf- und Abwertungsrunde. Machen wir. Ja, die verbessern sich alle. Gute Leistungen. Überall gute Leistungen, aber keiner kriegt einen Stärkepunkt. Doch, er kriegt einen Stärkepunkt. Auch gute Leistung. Kriegt auch einen Stärkepunkt. Er auch. Ja, es war mir klar, dass der irgendwie abgewertet werden muss. Ja, Jugend, das kann man schnell machen. Im Augenblick weicht ihr Tipp von echten Tabellen um 42 Plätze ab. Ja, die unten hatten wir richtig, da ein bisschen falsch. Die waren deutlich weit oben und oben war es auch alles richtig. Ja, passt soweit. Wir haben auch noch Talenterhöhungen. Das schauen wir jetzt mal. Spielerfeier hat alles gebracht. Der verlief ereignislos, der hat Trainingsziel erreicht, Polido. Und das gucken wir dann an. Saisonziel erreicht. Ja, griechisches Essen auch unnötig. Der überzeugt im Training. Und von Nils Butzen war das Talent erhöht auf 2,5 jetzt. Nicht schlecht. Gehen wir noch weiter hier. Wir haben ja noch lang Zeit. Die weiß nicht, ob die hier noch spielen. Ja, die haben noch 2 Spiele. Fernsehshow. Eine große Fernsehshow will bei der gastgebende Moderator gegen Kandidaten im sportlichen Wettkampf antritt. Möchten die erste Folge in ihrem Stall fanden. Ja. Wir erhalten 40.000. Nicht schlecht. So, die wollen ihn wieder abgeben. Sehe ich auch so. Und die haben die Option nicht benutzt. Auch schlecht, jetzt bekommen wir die wieder alle. Klaas-Jan Huntela wird Fußball des Monats April in der ersten Liga. Dann schauen wir mal Jovanovic Trainingsziel. Ohne Probleme, okay. Aber dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt der Folge einen Daumen nach oben. Abonniert uns, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt. In der nächsten Folge geht's dann zum Saisonübergang. Haut rein, bis dann. Ciao.